Cheerio, meine lieben Staxeliten. Willkommen zurück zu Staxel. So. Unbekanntes. Ja, wir haben offenbar Mist noch aus dem Dings in den Taschen. Ich habe vergessen, Sachen für Oscars Haus zu bestellen. Schande auf mein Haupt. So. Packen wir den Kram jetzt erstmal wieder hier rein. Bisschen Platz schaffen. So. Nö, aber absolut nichts Neues. Ey, ich wollte sagen, hä? So, ich gehe den Kram erstmal verkaufen. Aloha hat diesmal nichts für uns dabei, was wir haben, brauchen, wollen, müssen, können. So. Ach ja, heute ist ja ein Fest. Sieht so chinesisch aus. Karen? Nicht viele Leute hier. Sie sind wahrscheinlich alle auf dem Schneestaub-Jahrmarkt. Findet auf dem Festivalplatz statt. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn du noch etwas mehr Zeit mit mir verbringen willst. Okay. Der Sternstaub-Jahrmarkt. Wisst Bescheid. Hier... Alter Schmuck, den habe ich noch nicht. 500? Ah ja, das ist das Ding, okay. Bernstein. Aber gesehen, den alten Schmuck haben wir noch nicht. Kommt also gleich ins Museum rein. Weil wir müssen so den Paternadon noch ein bisschen umgestalten. Nee. So. Der alte Schmuck hier. Da. So, irgendwie gehört das dahin? Man kann es aber nicht ganz ranmachen. Warum auch immer, ich habe keinen Plan. Der Sternstaub-Jahrmarkt, hallo. Ami. Ah, du hast auch noch eine Vergangenheit. In der Gegenwart von jemandem wie dir sonnen zu dürfen. Wie der flüchtige Atem, der zwischen deinen frostgeküssten Lippen herausstürmt. Was? Fort im nächsten. Was denkst du, habe ich dein Herz gewonnen? Bist du verzaubert? Poesie liegt mir nicht so, entschuldige. Warte, darum bist du aber nicht hier, nicht wahr? Oh, der Jahrmarkt, genau, der Jahrmarkt. Gab es etwas Bestimmtes? Was ist das? Wir können es nur wenige Momente im Jahr in Welt hinausfragen. So nutzen wir diese flüchtige Zeiträume, um zu reisen. Die Hoffnung ruht in unseren Herzen, dass die Feierlichkeiten deinem verarmten Dorf Freude bereiten werden. Vielleicht werden eines Tages andere unsere Heimat mit einem Besuch beehren. Wirf deinen Angel in Gewässern rund um den Schrein aus und vielleicht wird dir das Glück hold sein. Kois, besonders interessant. Okay. Der Wunschstand ist eine Spende erwünscht. 3 Schneestaubkois sollten ausreichen. Okay. Wir können hier irgendwie angeln. Na, Jamie, kommst du nicht weiter? Okay, wir sollen hier angeln und dann können wir diese Kois. Ich versuche mal 3 zu fangen. 3 Kois zu fangen. Währenddessen kann ich auch mal einen Schluck trinken noch. Brauche ja sowieso gerade nur eine Hand für. Na, danke. Na. Oh, 3-mal? Das ist mir gar nicht gewohnt. Normalerweise haben wir das nur 2-mal. So. Eine Flaschenpost, rot. Ach, ist das von Dings hier, die Post? Von...
Ria? Wenn ja, sehr gut. Aber ich hätte jetzt ja eher gerne mal Dings gefangen. Koi. Ich würde gerne gucken, was man sich dann wünschen kann. So. Was? Nur eine Flaschenpost rot, aber was? So, einmal versuche ich es jetzt noch, sonst kannst mich mal. Ah, ich weiß. Oh, wie heißt das Fest in Japan noch? Japan, China. Ja, ich kann nicht ganz loslassen, weil sonst wäre es nach hinten gerutscht. So, ne. Ein japanisches Fest, um die Toten zu ehren und also die uns einmal besuchen kommen. Ja, dreimal Flaschenpost rot. Ist nicht an dich adressiert. Schön. Vielleicht sollte ich die auch erstmal abgeben. So, hier würde ich jetzt einmal ganz kurz ein Bild machen. Schön, dass sie sich wegdreht. So, ich versuche mal jetzt hier die rote Flaschenpost zu geben. Ah, vielleicht ist sie dann endlich mal weg aus unserem Inventar. Oh. Muss ich doch gießen? Alles klar. Gut. Hey, Ria. Ach, geh doch mal aus dem Wasser raus, Mädel. Ja, kann ich... Hä? Also, ich bin aus dem Dings rausgetippt. Ja, aber ich habe hier eine rote Flaschenpost für dich. Leck mich doch am Arsch. Okay, das muss mir jemand sagen, dass ich trotzdem gießen muss hier. Ich glaube, die kriegen ja jetzt anscheinend Wasser wieder durch den Schnee. Okay, wir müssen echt aufpassen mit dem nächsten. Ich werde mal ganz kurz auch Zitronenkuchen bestellen, falls er bestellbar ist. Jetzt gucke ich, das bestelle ich mal kurz eine Zitrone. Zitrone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Stück. Kommen wir mal 10 Stück. Beschleunigen die. So, dann müssen wir kurz die Blöcke. Genau davon alleine. Ich kaufe mal 30. Wo ist der andere Block? Da. Kauf einfach nochmal 100 von. Ist ja kein Beinbruch. Oh, dann verkaufe ich nochmal 50. Dann brauche ich nämlich den Rahmen aus dem blauen Techblöcken. Nur das mit dem Dach gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das werde ich. Weißt du was? So, machen wir das Dach aus den blauen Blöcken. Jetzt brauche ich den Boden noch. Den können wir eigentlich hier machen, ne? So, perfekt. Gut. Dann jetzt erstmal die Zitrone. Gut, Zitronenkuchen. Mal kurz auf Staxel-Wiki gucken. Kuchen. Nein. Da, Carrot Cake, Cheesecake, Pancakes. Ah, Cherry. Vegetable Pie, what? Lemon Pie.
Okay, ich muss Mehl besorgen. Warum hab ich es jetzt vergessen? Den Rest haben wir aber. Aus dem Weg! Ich brauche Mehl. Da. Ich hatte mich gleich mal einen Batzen einfach von zu bestellen. So. So. Okay, Zitronenkuchen. Wie macht man die denn? Butter, Salz und weißen Zucker verrühren. Okay. So. 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 Und. War das Milch oder Sahne? Butter, Salz. Ah, okay. Heps. So. Sehr schön. Damit haben wir einen Kuchenteig. Dann müssen wir die Zitrone schneiden. Und dann kombinieren. Okay. Müssen wir jetzt einmal schneiden. Die Zitronen. Und dann können wir daraus gleich kombinieren und dann wird das ein Zitronenkuchen. Meh. Bowser. Wird er dann noch Mehl ordentlich bestellen in Massen? Nicht zu viel machen, wir haben nur 10 Zitronen. So. So, jetzt müssen wir das kombinieren hier draußen. Hier. Und die Zitrone. Patsch. Das tut sich ja an, Patsch. 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 Sehr schön. So, der muss in, oh, jetzt in den Backofen. Backen. Bing. So. Weißt du was, wir backen den Rest gleich zu Ende. Ich werde jetzt erstmal der lieben Dings ihren Kuchen bringen. Falsche Taste. So, hier. Einmal leckeren Zitronen. Hallo? Nicht wegschmeiß. Ich glaube, ich baue irgendwann auch mal so eine kleine Patisserie nicht, aber ich weiß nicht. Ich würde gerne auch so ein Dings bauen, so ein Regal, wo wir gekochtes meinen stellen, so als kleine Aussicht, ist also so zeigenmäßig. Alter, wir haben einen Schrank noch übrig, ne? So, genau da müssen wir hin. Yay! Puff. Einmal jumpen hier. Sorry, die brauche ich auch noch.
Wo solange die Frage ist, ob wir nicht jetzt wirklich jetzt langsam alles haben. Von den Fossilien. Hi. Mann, nein. Oh Gott, Alter. Hier gibt es aber wieder viele. Ich sag ja, wir bräuchten nur so eine Verkaufsstation, bräuchte man mal. Oh, es hau ab. Könnte ich dich mal... Hallo? Da. Päckchen für mich? Allerdings. Dankeschön. Bitte nimm dir das für deine Mühen. Jetzt steht sie. Also ich habe dir doch schon die Eiscreme gebracht. Genau richtig. Jetzt musst du nur noch deine Seele anziehen. Was? Nein. Zufrieden. Alter, dein fucking Ernst. Ja. Okay. Sie will Schokoschub-Kekse. Och, Mann. Aua. Also, da geht's mir um Keks. Während der Kuchen backt, packen wir mal ganz kurz unsere neue Kleidung weg. Ein schicker Rock. Ja, aber das ist leider nichts für den Sommer. Könnten wir vielleicht im Frühling mal nachgucken. Schokochip-Kekse will sie gut haben. Also Kuchen in Massen zu backen ist, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Ich gucke mal kurz nach wegen Schokochip-Kekse. Schokochip-Kekse, Kekse, Kekse. Nein. Schokochip-Kekse. Chips. Gibt's nicht. Oh, okay. Dann müssen wir die kaufen in der Patisserie. Bing. So. Ich will gucken, wie viel wir auf die Kuchen bekommen. Aua. Erstmal ziehe ich jetzt einen von denen hier weg. So. Ah, ich habe den Schrank weggepackt, so schlau wie ich war. Hm. Weißt du was, du bringst mir sowieso nichts. Du komischer Kühlschrank, ey. So. Jetzt hole ich mir meinen Schrank nochmal da raus. Oder die Schränke. Da. Das gefällt mir nicht. So, muss ich ehrlich sagen. So. Und ein. Warte mal. Sehr schön. Ja, und die Lichter können wir ja woanders anbringen. Siehst du? So. Jetzt können wir den einen Kuchen. Wo ist der andere Kuchen? Da. Tada! So. Zack. Ein bisschen backen, auch wenn es jetzt schon mittlerweile Richtung Mitternacht geht. Ich glaube, den Rest müssen wir morgen machen.
Und ich bin jetzt mal so fies und beende die Folge für heute. Ihr schmeißt einen Daumen auf das Video, denkt daran zu abonnieren. Und beim nächsten Mal versuchen wir dann erstmal natürlich die Schoko-Chip-Kekse für die andere da zu holen. Dann werden wir versuchen, hier die Flaschenpost zu kriegen und vielleicht dann das Haus von Oskar noch weiter zu bauen. Ja, also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.